So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Nur halt ohne Raids, aber mit den Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Der Habanero ist jetzt noch einen Tag im Urlaub, das heißt ab morgen dürfte der Habanero eigentlich wieder zum Einsatz kommen und es wird ruhig, es wird ruhig. Ich kann jetzt schon mal versprechen, es wird ruhig. Es wird wahrscheinlich noch nicht mal so sein, dass ich jeden Tag meinen Pass machen kann, denn es wird einfach ruhig. Gleichzeitig ist heute das Nichts-wie-raus-Event gestartet. Ich habe eine Grafik im Community-Tab geteilt, wo ihr nochmal seht, um was es da geht, was für Spawns da sind. Ein neues Shiny ist auch wieder mit dabei. Da euch schon mal viel Spaß bei dem Event. Es gibt wieder ein Ticket, was man kaufen kann. Falls jemand dem Habanero-Account das schenken möchte, könnt ihr das machen. Dann muss ich gucken, dass ich wieder ein Video mache über diese Forschung, über diese Ticket-Forschung für den Habanero-Account. Ansonsten gibt es auch eine freie Forschung im Heute-Tab zu dem Event, wo man eben auch nochmal dem Hisui Fukano begegnen kann. Jetzt aber kommen wir zu den Highlights der Woche. Ihr habt wieder Sachen reingeschickt. Wenn ihr was seht und sagt oder wenn ihr was Cooles habt, schickt das halt immer her. Links stehen ja alle in der Beschreibung. Ansonsten kommt bei Telegram an. Telegram ist mir einfach immer am liebsten, das mir dann privat zu schicken. Wer hier auch mal seine Sachen präsentieren möchte, die Highlights aus der Woche. Und jetzt angefangen, Videostart kommt. Angefangen hat die Woche hier bei Blood and Tears. Wow, in Little Tokyo gibt es eine Ramses Gedächtnis-Ecke. Da sind nämlich lauter Samyang-Nudeln drin. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Aber es sind halt nur die Sorten, die mittlerweile so geläufig sind. Mir fehlen ein paar Sachen, die ich unbedingt mal so im freien Handel sehen möchte, wie dieses Samyang-Korn zum Beispiel. Kann nicht sein, dass es nur einmal auf der ganzen Welt verfügbar war, bei irgendeinem perversen Privatanbieter bei eBay und ansonsten das einfach ein Mythos ist. Bockwurst King hat sich aus dem Psycho-Spektakel das neue Shiny gegönnt, nämlich das Monozyto. Was es in Shiny gab, sieht hier grün aus, ist jetzt noch schmieriger, noch schleimiger, diese Bazille. Thomas Rothe hier, 100% Donarion aus dem Sea Day, aus der Spezialforschung. Warum er das mit dieser hässlichen Fangkarte gemacht hat, weiß ich nicht. Ich hätte ja eher das bewertet und reingeschickt. Das sieht einfach besser aus. Wer weiß denn schon, ob 1336 das 100er ist? Da muss man ja wieder Wissenschaftler sein und das googeln und machen und tun. Einfach eine Bewertung machen, dann siehst du das, dann sieht das auch viel fetter aus. Lenzart, sogar ein 96er hier, Shiny Genesect mitgenommen. Der ganz Kleine hat auch eins bekommen beim Lenzart, immer noch in Hagen City. Ich habe schon wieder fast 50 Shinies bekommen am Sea Day. Lenzart, der zockt immer die 3 Stunden durch, glaube ich. Er ist auf jeden Fall gut unterwegs, ja. Immer so um die 50 Shinies mitgenommen bei jedem Sea-Day, ist auf jeden Fall krass. Dann gab es auch ein 100%iges Mabula, auch direkt beim Sea-Day gefangen, diesmal nicht durch den Tauscher halten. Und ein Shiny Monozyto, wieder mal sehr schön gemacht, dass er das immer so upscreen, dass man das auch im Fangbildschirm schon hat und dass man immer die Animation dazu hat und dann immer diesen Rahmen dazu. Dankeschön, Lennart, deine Bilder sind einfach immer die schönsten. Was auch cool ist, die WP 666, das niemals pushen, niemals entwickeln. Das Ding würde ich so, wie es jetzt ist, einfach behalten. Dieses eklige Teil mit Arsch dran, mit 666 WP. Blood and Tears, also nochmal Sarina hier. Shiny Gladiandri, Shiny Mauzi, Shiny Zubiris und Shiny Suicune mitgenommen und auch diese Nachricht dabei. Ein allerletztes Mal was von mir. Es ist, wir machen weiter und tun so, als würden wir weitermachen, aber gefühlt jeden Tag verabschiedet sich jemand anderes und jeden Tag geht einer zugrunde und es ist schade, ich kann auch nicht verstehen, wie andere Spieler dann sagen, ja, richtig so. Wenn es keine Spieler mehr gibt, dann kann auch der eine nicht spielen, der immer so gehässig ist gegen alle anderen, weil irgendwann lohnt sich das nicht mehr, das aufrechtzuerhalten. Deswegen jeder Spieler, der nicht mehr da ist oder nicht mehr geht, ist ein Nachteil für alle anderen. Ein allerletztes Mal was von mir, genau. Was war da jetzt auch noch hier drin? Zapdos, Krypto, Shiny dabei, dann Shiny, vor allem 7-Tage-Vieh. Das 7-Tage-Vieh in Shiny ist auch dabei, Lavados ist auch dabei, hier Bier Shanga hat Coronis, gönnt sich Dinner for One mit Astra Rakete. Das ist ein schönes Bild und mit Samyang ist sowieso alles schöner, dir auf jeden Fall gute Besserung. Das Erdnuss
Für Raider Mittwoch das 100% Entei selbstverständlich durch eine Einladung erhalten und einfach nur krass, dass ich aus zwei Raids einfach zwei Shinies ziehe und dann danach direkt das 100%ige. Er hat zwei Raids gemacht, zwei Shinies nacheinander und im dritten Raid aus einer Einladung dann das 100%ige. Ihr seht ja auch Entei zweimal Shiny, Zubiris hier als 100%iges auch bekommen. Das 100er Entei habe ich nochmal groß drauf gemacht. Ist an sich ja ein cooles Pokémon, muss man so sagen, ja. Das hat schon was. Ich weiß zwar immer noch nicht, wieso Entei und Raikou so aussehen und dann kommt Suicune und sieht so aus, aber irgendeinen Sinn muss das schon haben. So, das ist auch immer noch Tobias Reuter, genau, dieses Shiny Kryptozapdos. Dann hat er hier ein anderes gehabt, das hat er erlöst, oder? Ist nicht das, ne, es wäre kein 100er. Er hat noch eins erlöst, zu einem 100%igen, warum nicht? Hätte ich keinen 100er Zapdos, dann würde ich das auch erlösen. Und dann kannst du ja immer noch das beste Krypto aufheben. Denn ob das Krypto jetzt 96 oder 93 ist, das ist beides auf jeden Fall extrem stark. Wenn du das 96 aber zu einem 100er machen kannst, für eine Sammlung ist das auf jeden Fall cool. Und dann kann man das andere ja dann so lassen. Und man muss ja nicht das aufheben, was dann... Ihr wisst, was ich meine, genau. Maggie, das legendäre Taubsi, lässt sich auch mal wieder blicken. Abra, sind C-Day-Pokémon, trotzdem hier in Shiny auch nochmal mitgenommen. Schilderus in 100%, Kecleon, endlich Shiny Kecleon. Beim Nichts-wie-raus-Event, was jetzt heute ab 10 Uhr gestartet ist, müsste ja, glaube ich, auch Kecleon häufiger auftauchen. Wer also noch keins hat, hat im Event jetzt dann die Chance, vermehrt wohl dann auch an einen Shiny Kecleon zu kommen. Laukaps, Shiny mitgenommen, 100er Skorkler erlöst, immer noch McMaggie, Andy Forback. Zeigt uns ein 100% Krypto Zapdos. Das ist auf jeden Fall cool, jedes 100%ige Krypto ist brutal. Ein 100%iges legendäres Krypto ist noch brutaler, das müsste schon Schocker der Woche sein eigentlich. Dann haben wir Andy Forback, nochmal hier ein kleiner Nachtrag zu meinem 100% Krypto Zapdos. Das ist mein allererstes 100er Krypto nach fast 3 Jahren Pokémon Go. Ich weiß, gab es vor 3 Jahren schon Krypto-Pokémon überhaupt? Konnte man in den 3 Jahren überhaupt immer... Kleinstein hat auf jeden Fall erlöst zu einem 100er. Miku zeigt uns, er hat wieder hier mit Paco getauscht und so. Medipago. Ich beneide euch, Jungs, dass ihr tauschen könnt. Jetzt, wo alles runtergefahren wird, kann ich auch nicht mehr tauschen. Mit niemandem mehr. Außer mit Pupsi. Aber die spielt ja nie. Außer am C-Day, 1 Stunde. Deswegen sammelt man jetzt auch keine Luckys mehr. Deswegen gibt es auch keine guten IV mehr. Heul, 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 Julada, Luchts und Jauchts, genau. So, da auf jeden Fall hier mitgenommen, 100% Glücks, 100% Glücks, 100% Glücks, also tauscht. Ihr kriegt einfach alles in 100% Glücks, Pokémon, vor allem der Paco Dancer ist sehr cool. Paco! Auch gut gemacht mit dem Namen, da einfach 10 O's dran zu hängen. Und 100% Araqua mitgenommen, wurde zu Aranestro entwickelt und ist auf jeden Fall richtig groß und fett. Das finde ich so cool bei diesem Pokémon. Für Raider Mittwoch wollte eigentlich letzte Woche was einreichen, aber total vergessen. Daher kommen jetzt ein paar. Hat ja auch nochmal Shiny Kecleon dabei und ansonsten ein paar andere Shinies, hier auch Kleinstein, Zickzacks, die Donarions und Mabulas von den Sea Days, genauso wie Fleckmon, Drassler, Dodu. Paco nochmal hier, Felino, Flunschlick, Shiny, 100% Monozyto mitgenommen. Dann Zapdos, Krypto-Zapdos, was er zu einem 100er machen könnte. Was machst du damit? Erlöst du das? Würde ich machen. Spoink, Shiny, dann ist er Level 45 geworden. Dann hat er noch Drassler, Kleinstein mitgenommen. Zickzacks, Flunschlick mitgenommen. Hä? Hab ich die nicht gerade alle gehabt? Nee, das war Miku. Haben die gleichen alles? So, Sören, Barunterschied war schon da. Sören so. Das XXS gegen das XXL, dieses fette große Despo da, ist aber so klein, sodass das Glumanda eigentlich ein Stück größer ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was für Dimensionen das annimmt. Sören, der hat wohl nicht geschlafen, fang am Morgen Montag, am Morgen Montag, dann die Entwicklungsstufen von Evoli. Alle Entwicklungssteine sorgen dafür, dass es zu einer besonders tollen Form wird. Oder ihr gebt ihm einfach einen Backstein. Dann wird er zu Nebulak, weil Nebulak ist ja eigentlich so nur die Seele eines toten Pokémon, die dann wegfliegt. Also wenn ich meinem Ebuli einen Backstein auf den Kopf haue, dann ist das, glaube ich, tot. Shenaya! Verdammt, ganz vergessen, danke für den Raid nachträglich. Shenaya hat da auch mitgemacht, glaube ich, bei dem
wo der Habanero noch geradet hat und hat dann immer ein paar Adeboom-Raids gemacht. Hat sie auch ihren Shiny mitgenommen. Dann hat sie nochmal Trasla Ovai mitgenommen als Shiny. 100% Abra mitgenommen als 100er. Nicht als Shiny. Flagmon noch dabei. Highlights vom C-Day. Bronze. Mabula 100% in Noise. Ich dachte, du warst beim Lennart. Ne, warte mal. Du warst beim NS. Und jetzt wirkt es, als wäre der NS gar nicht du bei ihm, sondern er bei dir, weil dein, du hast ja ein neues. Da kommt er dann an und betrinkt sich. Das ist ja richtig genial. Das ist Pokémon Go. Pokémon Drink und Pokémon Drive in einem. Denise, hi. Ich habe gestern back-to-back zwei identische 98er Krypto Zapdos bekommen. Benny ist durchgedreht wegen diesem unverschämten Glück. Würde ich ja eins vielleicht, also wenn du noch keinen 100er hast, erlösen und das andere so lassen. Aber beide auf 50 pushen. Denn ich bin nach Ramses und pushen wir alles auf 50. Ja. Ich weiß nicht, ob sie, es ist natürlich so, vielleicht nützlicher. Scheiß mal auf 100% normales. Nehmt einfach was, was sinnvoll und effektiv ist und knallt einen 98er hoch. Dann habt ihr auf jeden Fall einen fetten Elektroangreifer. Kaiser Kai hier, Raidstunde hat sich gelohnt, Genesect Shiny da mitgenommen. Habe es entwickelt, danke für die Empfehlung. Ich habe gesagt, D-Floor würde ich machen, weil das hat einfach eine fette Krone auf dem Kopf. Dann Akub, hat sich der 1 Euro gelohnt, habe ich auch schon entwickelt. Ne? Akub 100% mitgenommen, sein bestes Shiny vom C-Day Donarion mit 98. Alexander Ahringer, diesmal passt das endlich auch dazu. Endlich Level 50 in Pokémon Go. Bei ihm ist immer alles endlich, aber bei Level 50 passt das wirklich. 736 gewonnene Raids von Stufe 49 auf 50, das ist auf jeden Fall krass. Meine Community Day Ausbeute von Mabula Teil 1. Meine Community Day Ausbeute von Mabula Teil 2. Was sieht man da? Natürlich Mabula. Timo, vielleicht wäre das noch was fürs Video, ich finde es irgendwie witzig, da ist ein Adeboom. Aber zittert total, ist wohl in die Steckdose gekommen. Und der Ball schmiert sich auch einfach weg. Also das sieht wieder mal richtig genial aus. Selal hat wieder 55 Bilder geschickt. Ein paar habe ich mit reingenommen hier. Bronzel-Shiny, Owei-Shiny, Monozyto-Shiny, Spoing-Shiny. Dann im Feldforschungsdurchbruch hat er einen Raid-Pass bekommen. Ein Fern-Raid-Pass. 13.37 Uhr, Lied. Dann haben wir einen Peter Griffin. Ist das das Thumbnail? Ich weiß es nicht. Könnte man machen, vielleicht auch nicht. Ja, es fällt wahrscheinlich eh nicht auf. Peter Griffin. Dann ist hier Fiaro, fliegt einfach weg. Okay, das finde ich auch ganz gut. Ich habe schon meine 20 Raids gemacht, habe noch keinen Shiny. Vielleicht sollte ich einfach noch ein paar mehr Raids machen. Oh, am besten ich kaufe auch noch ein paar mehr von diesen Teilen da hier. Vielleicht kriege ich ja dann auch irgendwann noch meinen Shiny Entei. Es ist alles freiwillig, ihr müsst nicht. Wenn ihr auf was verzichtet, dann ist das vielleicht, habt ihr wenigstens keine Clownsmaske auf am Ende. So, Selal, Ampharos, Shiny hier noch wild gefangen, Yorklave 100%, heute errate den Musiktitel. Ich würde ja mal sagen, das ist Eye of the Tiger, ne? Obwohl, es müsste eigentlich dann heißen Eye on the Tiger, also eigentlich Egg on the Tiger, aber ist das überhaupt ein Tiger? Ist das ein Löwe? Ist ein Ei dann ein Egg? Und es gibt, das heißt doch Eye of the Tiger. Und das müsste doch Egg on the Tiger sein. So ein Lied gibt's doch gar nicht. Aber es ist irgendwie lustig. Dann, ihr sagtet doch, no more Bugs, GBL-Spieler. Niantic, nee, wir sagten, nein, mehr Bugs. Also das ist der Unterschied. Die Kommasetzung ist auf jeden Fall wichtig. Und das Bild erinnert mich schon wieder an Dennis. Oder das ist Dennis, oder? Dennis hat immer diese Katze bei sich als Benjamin. Da haben sich die Raids gelohnt. Erlösen. Ja, ist dasselbe Prinzip wie immer. Stell dich vor, er hat noch einen 89er, was kein 100er werden würde. Würde als Krypto, starker Krypto-Elektro-Angreifer vollkommen reichen und das 93er zu einem 100er machen. Ist einfach genial, oder nicht? So. Silvio, der hat mich wieder total verdutzt. Mein erstes 100% Shiny müsste ja dann dieses Vigavolt sein. Cooler Name. Dann hat er noch ein zweites Vigavolt, nicht in Shiny, aber in 100%. Er hat geschrieben, und Genesect ist mein erstes mysteriöses Shiny. Dieses Genesect hat nichts mit einem Shiny Genesect zu tun im eigentlichen Sinne. Er meint bestimmt,
das ist sein erstes mysteriöses 100er. Oder er hat noch ein shiny genes Sekt, aber nicht mitgeschickt. Oder er dachte, weil das rot ist, das ist das shiny genes Sekt, das ist das 100er genes Sekt, dabei ist das sein 100er Krokel, was einfach nur Fui Cocoa ist, also Feuer und Kokos gemischt. Warum er das Spiel plötzlich auf Englisch hat, weiß kein Mensch. Aber so wissen wir wenigstens, dass Vika Volt einen coolen Namen hat. Dann kommen wir zu Cumulus hier, 1310, 100% Glücksgiratina getauscht, perfekt. Dann Shiny Girafarik mitgenommen, Shiny Eneko mitgenommen. Suicune beim Henry Herford, danke für die Einladung zum Community Raid. Hat er mitgemacht beim Video, wo ich gemacht habe mit Suicune, hat er Shiny bekommen. Baloo zeigt uns hier getauschtes Glücksamarino für die Tonne. Giflor, Mirapla, Duflor, Blubella, Dialga, Zapdos, lauter Schmutz. Also gefühlt habe ich Bock, mal meine Shinies im Video zu zeigen, durchzuentwickeln und dann zu verschicken. Beim Habanero habe ich so Bock, so richtig so selbstzerstörerisches Verhalten. Ich würde auch gerne das 100% Shiny Krypto Zapdos beim Ivar Mild-Account einfach verschicken. Short-Video und sagen, scheiß drauf, zack, und dann... Das ist bestimmt cool, oder? Baloo hier noch mit seinem Waldbronner New, 100% Sneebel aus der GBL, 100% Taubsi, nicht aus der GBL, Benji, Shiny Makuhita, Shiny Hopfspross, 100% Pandimos, muss sein, erkenne ich nicht, aber muss sein, und Shiny Mediti, das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. So, der Schocker der Woche kommt nicht von Adi Schatz, alles Gute, sondern ich möchte euch unbedingt nochmal dieses Zapdos zeigen. Da haben wir beim letzten Mal den C-Day gespielt mit Mapula. Ich bin rumgerannt wieder durch den englischen Garten in Meiningen. Eine Stunde gestreamt, Battle gemacht, wieder mit Pupsi. Wer kriegt das erste, das zweite, das letzte, das dritte, die meisten Shinies überhaupt. Und zwischendurch spontan einfach so einen Zapdos, so einen Krypto-Zapdos-Raid gemacht. Das war Pokédex-Eintrag von dem Krypto Zapdos auf dem Ivar Mild-Account. Dann habe ich gesehen, es ist ein Shiny gewesen im Fangbildschirm. Cool, der bleibt beim ersten Mal drin, bewertet das. Und es ist einfach ein 100% Krypto Shiny Zapdos geworden. Das ist mega brutal. Wir haben 100er Krypto Zapdos gehabt in der Sendung. Das ist aber eben ein 100% Krypto Shiny Zapdos. Ihr seht auch meine Nase, das habe ich extra so gemacht. Das ist aber nicht Schocker der Woche, weil das kannte man ja schon, wenn man das Video dazu gesehen hat oder wenn man beim Stream dabei war. Deswegen habe ich das als Schocker der Woche genommen. Das ist Pfirsichschatzi, guckt es euch mal an. Das ist ein Raikou, mein Lieblings-Pokémon von den drei Raubkatzen. Das ist ein 100%, das ist sehr cool, weil das ist sehr nützlich, weil es Elektro ist. Und das ist ein Shiny, weshalb es nicht gelb ist, sondern orange. Das hat jetzt an sich nicht so eine große, so eine Seltenheitsrate wie das Zapdos, weil beim Raikou hast du ja mindestens 10, 10, 10 von IV, bei Zapdos sind ja die Mindest-IV 6, 6, 6, glaube ich. Es gibt also viel mehr Kombinationen, dass das als ein 100er rauskommt und dann auch noch Shiny sein kann, aber weil ihr das nicht kanntet, ich das aber auch mega cool fand, habe ich das jetzt mit reingenommen. Shiny eben gerade gefangen, Einladung von Alfada angenommen, Mufoka mit in der Lobby, gefangen mit Hauptaccount, Pfirsich, Schatzi. Grüße gehen raus, das ist der Schocker der Woche. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.